Bürgermeisterbüro ist eine Interpretation von einem Treffen zwischen Baron von Munchausen und dem Sultan des Deutschen Reiches. Deutsches von der Apache Junction High School, durchklassig durchgeführt werden wird. Der Baron und seine Crew führen eines Tages auf dem Nil auf einem Boot. Plötzlich stieg Wasser an und sie kollidierten mit einem Mandelbaum. Sie mussten von dem kaputten Boot zu dem treibenden Mandelbaum wechseln. Nach vielen Problemen und gefürchteten Mandeln erreichen sie schließlich in den Turbine Blast. Hallo, mein Freund Munchausen, wie geht's? Ziemlich gut. Ich grüße dich auf mein Freund so. Ich habe dir etwas zu sagen. Hier, ein Akt der Türkei, eine Songer-Schienert liegen und ich will wissen, was sie von ihm halten. Wein zu Venetisch und ihm übergibst du dem Baron ein Glas. Hier ist ihr Wein, Baron Munchausen. Er ist okay, aber im Vergleich zu dem Dokar, den ich in linken Klasse habe, ist sie sein anderes Gesetz? Sie müssen diesen Dokar verwechseln? Dies ist einer der besten, den Sie bekommen können. Der Wein von Österreich ist aber wirklich besser. Möchtest du eine Wette darüber abschließen? Ich sage, dass ich einen Dokar mit weitaus besserer Qualität aus dem kaiserlichen Kahn von Wien innerhalb von einer Stunde hier rüberbringen kann. Von Wien? Das ist mehr als 1000 Kilometer entfernt. Munchausen, wollen Sie sich über mich lustig machen? Ich habe immer geglaubt, Sie ein vernünftiger Mann sind, aber dieses Mal müssen Sie übertreiben. Na, okay. Wir sollten wenn. Wenn ich verliere, können Sie meinen Kopf auf einem Tablet sehen. Alles klar, ich nehme Ihr Wett an. Aber wenn der Wein nicht innerhalb einer Stunde hier sein wird, dann würde ich das durchführen, was Sie gesagt haben und sollte es Ihnen gelingen. Können Sie so viel Gold aus der Schatzkammer nehmen, wie der stärkste Mann tragen kann? Die dir. Der Baron geht zum Fenster und ruft. Berthold, komm her, ich habe dir einen Auftrag mitzuteilen. Berthold macht einen Spaziergang mit Schwergewichten an den Füßen. Was wünschen Sie, Baron? Mach dich fertig. Du musst für mich diesen Brief zu den königlichen Weinkern in Wien durchstehen. Danach wirst du einen Wein bekommen, den du wieder hierher bringen sollst. Verstanden, Herr. Berthold entfährt die Witte und reist davon. Setzen Sie sich, mein Freund. Wir trinken den Wein aus und Sie sollten es genießen, solange Sie es noch können. Der Baron und der Sultan Munchausen setzen sich und warten. Nach 50 beginnt der Baron nervös zu werden. Die Weinbringerin tanzen in den Raum. Möchten Sie etwas zu essen? Nein. 30 Minuten später. Munchausen führt nervöser und seine Hände fangen an zu schwitzen, während er ängstlich Blicke auf die Sanduhr wirft. Die Weinbringerin läuft durch den Raum und fällt. Das Essen landet auf dem Boden. Es tut mir leid, bitte töten Sie mich nicht. 45 Minuten später. Ein großer blinder Mann wird von einem kleinen Zwergen in den Raum geführt. Komm jetzt, es geht dir lang. Wohin soll es gehen? Ich weiß nichts von ihm. Hör, sag was. Bist du blind? Warum fragen Sie? Es sieht nicht so aus, würdest du wissen, wohin es geht. Weshalb nennen Sie mich den blinden Henker? Munchausen pfeift und sein Pferd kommt angelaufen. Er besteigt das Pferd und springt aus dem Fenster. Unten spielen Gustavus, Adolphus und Albrecht Karp. Meine lieben Freunde, ich brauche eure Hilfe. Wir sollten wir mich enthaupten, wenn Berthold den Wein nicht zurückbringt. Und? Was ist passiert? Es gibt eine Wette. Eine Wette! Alle machen auf und ließen die Karten fallen. Gustavus legt sich auf den Boden und spielt seine Rolle. Er ist mit einer Kilometer entfernt, aber er steht tief und fest. Adolphus kettet auf den Rücknamen und bricht es. Er schläft unter einem Baum. Die Flasche liegt direkt neben ihm. Albrecht, du nimmst mein Gewehr. Albrecht gibt Adolphus das Gewehr, welches auf die Baum zielt. Ultimal, du störst meine Konzentration. Wie ist die Windgeschwindigkeit? Der Wind kommt von Norden. Adolphus schießt und er verflucht der Berthold zu. Dies weckt ihn auf und er bemerkt seinen Fehler und nimmt die Weinflasche für den Vorsatz.
Der Brunnen kommt zum Sultan zurück. Der Kopf des Sultans wird auf einen großen Sand basiert und Postenack genau soll. Der Risiko Postenack wird von kleinen Zwergen in die richtige Position gebracht, um dem abgehakt. Als das Schwert den Pferdeschwanz erreicht, kommt Bertolt in den Raum und zeigt die Weinflasche. Der Brunnen steht auf und man sieht, dass sein Pferdeschwanz abgehakt wird. Haha, die musste dann geschnitten werden. Bertolt gibt dem Sultan den Wein, welcher ihn sofort probiert. Halt die Klappe, du musst nicht alles kommentieren. Hier trinken Sie. Du hast recht, mein Freund. Der Wein ist echt besser als mein Tokaio. Du sollst so viel Gold bekommen, wie dein stärkster Mann tragen kann. Der Sultan holt einen Mann mit einem Schlüssel, der so groß wie er selber ist. Er führt der Baron und seine Leute zu der Schatzkammer. Die Schatzmeister öffnet die Türen, weil unsere Gold zu sehen war. Sie haben den Sultan gehört. Nimmt, was er tragen kann. Der Baron bindet alle Schätze zusammen und packt sie auf Albrechts Rücken. Ist das alles? Bist du sicher, es nicht mehr gibt? Munchausen hebt die Münze auf und steckt sie in die Tasche des Schatzmeisters. Ein kleines Trinkgeld für sie. Während die Gruppe die Schatzkammer belässt, merkt die Schatzmeister, dass sie leer ist. Ihre Hoheit, der Baron hat die komplette Schatzkammer geleert. Wacken, bringt den Baron und seine Freunde zurück! Eine Truppe von Falkenflüchtlinge, aus Munchausen und seine Freunde flüchten. Vergesst Munchausen, tote diesen nervigen Typen hier. Hey Munchausen, hilf von diesem Mann zu töten. Alle Seiten wenden sich gegen mich. Die Panik in ihren Augen. Sie feuern auf mich. Ich kesse mich ein. Ich habe keine Chance mehr zu leben. Hey, is that it? That's it.